Deutschlandfunk Kultur. Kulturtipps. Ihre Arbeiten kreisen um das Anhalten einer Bewegung im Fluss der Bewegung. Erstmals in Deutschland zeigt das Koblenzer Ludwig-Museum die faszinierenden Skulpturen, Zeichnungen und Malereien der koreanischen Künstlerin Yoon-hee. Ihre Werke, unter anderem aus Metall und Porzellan, wirken gleichermaßen lebendig wie eingefroren. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist das Unvollendete, sagt Museumsdirektorin Beate Reifenscheid. Wie Wasser auf eine Oberfläche tropft und die Tropfen nach oben springen und zerbersten. Das Moment der Bewegung, des Fließens, des Unabgeschlossenen, was insbesondere in ihrer Skulptur zum Ausdruck kommt. Die Ausstellung Yoon-hee, Non Finito. Bis zum 21. August im Ludwig-Museum in Koblenz. I just wanna say thank you for what you do. Benannt haben sie sich nach einem Sternschnuppenschwarm, den Leoniden. Heute sind die Leoniden in Bielefeld zu erleben. Die Band, 5 Musiker aus Kiel, spielt eigenwilligen Indie-Pop. Die Songs verbinden Rock, Funk, Hip-Hop und Elektro. Dazu gibt's markant hohen Gesang, gern mehrstimmig, mal düster, mal euphorisch. Die Leoniden. Heute beim Campus-Festival in Bielefeld. Danach in Straubenhardt und Bonn. In der Kolonialzeit gelangten geraubte Kunstwerke aus aller Welt nach Europa. Auch in deutschen Museumsdepots lagern Millionen von ihnen. Eine Rückgabe an die Herkunftsgesellschaften ist noch immer die große Ausnahme. Die Dreisat-Dokumentation »Bedrohte Schätze im Depot« zeigt, die gestohlenen Exponate werden oft nicht einmal gut aufbewahrt. Kulturjournalist Jörg Henschel nennt als Beispiel das Depot des Berliner Humboldt-Forums. Bei starkem Regen regnet es regelmäßig rein. Die Wände sind nicht wirklich dicht, da weht der Wind durch, da kommen Insekten rein, da kommen angeblich sogar Ratten rein. Eigentlich dürfte dieses Haus gar nicht in Betrieb sein. Wasserschäden und Insektenfraß. Die Dokumentation »Bedrohte Schätze im Depot«. Zu sehen in der Dreisat-Mediathek.